Oh yeah, oh yeah. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 2. Und ich... Mein Wecker klingelt seit 6 Stunden. Hab gerade meine Timer eingestellt. So. Und damit 20 Sekunden der Folge gemacht. Nein. Das ist der erste Alien Table Dance Club in meinem Leben, den ich hier gesehen habe. Ja, oh, mach ich. Was? Söldneranwerberin? Wo war das? Da hinten. Aha. Ich hab zu tun. Das ist ja mal mega toll. Söldneranwerber. Ach, guck mal. Da unten, was ist da? Privatraum ist verschlossen. Okay, dann wäre es sonst kein Privatraum. Die Arie. Danach kommt der holle Rachen, ne? Hier von Zauberflöte bestimmt. Wenn ich jetzt zur Arie gehe. Oder ich gehe zu Ariel. Aha. Das ist nah genug. Okay. Stehen Sie still! Ja, ruhig, ruhig. Würdest du das kennen? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Was war das denn für eine Antwort? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Arya an. Warum so sicher? Einfach genug. Ich habe ähnliche Regeln. Na, nee. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Stimmt. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Dieser Arzt, ne? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Wieso halb Omega? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Ich brauche ihn. Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Er ist der Beste. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Klar. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Erklären Sie bitte die Schwierigkeiten. Das beunruhigt mich gerade. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen sie bestimmt. Ach, dann war das bestimmt mit der, mit dem wir gerade geredet haben. Ich will Infos über den Typen. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Okay. Das ist ja zumindest doch gut. Dann kann er zumindest noch leben. Und welche Gruppen verfolgen ihn, außer die Söldner? Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Oder so. Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen.
beruhigend. Was ist mit Ihnen? Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Ohne Möglichkeit. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ja. Mordin. Ich suche nach Mordin Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Mordin immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Beruhigend. Perfekt für mein Team. Kennen Sie ihn denn? Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Das kriegen wir hin. Sie sind Omega. Was können Sie denn über die Omega-3-Fettsäuren zu sagen? Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führungen. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ja, ruhig, ruhig. Und was können Sie über sich selbst sagen? Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Da, bestimmt total nützlich. Kurze Antwort, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ja, Mann, warum so unfreundlich? Gleichgültig gegenüber, ja, warum sind Sie wenig kein Freund und kein Feind? Eins kennen und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Na dann, interessiere ich mich auch nicht weiter für Sie und tschüss. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Begeben Sie sich in die Quarantäne zu suchen, die Morde Solos. Irgendwie beruhigt mich das nicht. Und mit diesem Söldner muss ich hier bestimmt reden. Afterlife untere Ebene. Da gehen wir doch jetzt mal weiter. Das war der Söldneranweber. Ja, dann bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Wer ist Anto? Ach, dieser total freundliche. Reden Sie mit Aria. Fick dich. Was? Ich will eigentlich da weiter. Hoch, Barmann. Komm, gib mir einen Drink. Damit ich das aushalte. Einen Drink bestellen. Kommunikation ohne Worte. Was ist das denn? Eine Nuka-Cola Quantum? Was ist das denn? Die beste Animation ever. Gib mir mal noch einen Drink. Und chill mal genau ein bisschen Texturen oder Physik. Oh komm, einer, ganz unangenehm. Den letzten. Ich weiß. Wir hätten gar nicht, was hier passiert. Ich finde. Das Feuer da in der ist so echt, ne? Richtig warm wird mir da im Herz. Oh Gottes Willen.
Ja, ich muss gleich kotzen. Oh Gottes Willen. Oh nein. Hey, ich will mich mal bei ihm bewerben. Ich hab gehört, dass Sie rekrutieren. Nicht dann. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Ich weiß nicht, ob wenn wir das verraten... Ach komm. Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Haben Sie einen Plan, wie ich das machen soll? Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es Ihnen, wenn Sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Oh nein, das beruhigt mich nicht. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es Ihnen nicht passt, heuern Sie nicht an. Aber wenn Sie Ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er Sie alle erwischt? Gering, das stimmt allerdings wirklich. Und warum Archangel, warum nicht jemand Wichtigeren wie die Aria? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Das Massenprinzip. Ja. Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Aber wer ist Tarek? Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Oh Mann, das scheint echt, schwer zu werden, wenn ich mir das so anhöre. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Okay, dann würde ich den mal annehmen, ne? Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Schön, schön. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Wow, wow, wow. Typ. Wie alt sind Sie? Der kommt mir wirklich jung vor. Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt auch... Okay, okay. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Ich glaube, wir haben den Typen gerade das Leben gerettet. Würde ich zumindest so behaupten. So. Ich will hier hin. Weiß aber nicht. Da oben komme ich nicht lang anscheinend. Dann gehe ich nochmal hier durch. So, jetzt geht er mal auf. Geh auf. Ach, du bist offen. Okay. Na. Wir sind also Hardcore-Söldner.
So. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Genervter Mensch. Dann können wir hier ja weitergehen. Apartment Normandy, das ist das Transportdepot, da müssen wir als letztes hin. Apartments, oh, wir haben hier so viel zu entdecken. Ich liebe das Spiel, ich liebe Rollenspiele. Da kann man immer so viel entdecken, ne? Apartments. Da will ich zuerst hin. Ich will von unten rechts nach oben rechts. Redet ruhig weiter. Okay. So, einfach so. Ich möchte rein. Okay, verrückter Prophet. Ja. Das Ende ist nah. Na. Na. Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Sie sind ein Schandfleck. Und sie denn noch viel größere. Das sind alles Menschen, ne? Oh. Und sie. Die Proteaner haben die minderwertigen Spezies verstoßen. Organer, Vorta und Menschen. Und so hausten sie im Dreck. Auf Welten aus Schmutz und Kot. Und dort lagen sie, bis sie zum Himmel hinauf stolperten. Die minderwertigen Spezies werden unser Untergang sein. Das Wort ist da ganz klar. Der Untergang sind deine vier Augen, also jetzt geh. Es ist immer noch tiefer in die Apartments, okay. Was haben wir hier, eine Tür? Schweren sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich reinlassen, ich wohne da drin. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Lady. Wenn Sie reingehen, werden Sie von den Wachen umgelegt. Das können Sie nicht machen. In dem Apartment ist alles, was ich besitze. Was eine Diskriminierung. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Wir können nicht rein. Wir können nicht rein. Wir können nicht rein. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Sind Sie so eine Art Wächter? Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat denn Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Aria T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Ich schon. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Untersuchen. Erstmal untersuchen. Wissen Sie noch mehr über die Klinik von dem? Wissen Sie, wo ich Mordens Klinik finde? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das wissen? Der Bezirk steht unter Quarantäne. Schon vergessen? Der hat so zwei Stimmen, finde ich. Was ist denn das für eine Seuche? Erzählen Sie mir mehr über diese Seuche. Es fängt mit Husten an. Dann spuckt man Blut und dann... Hilft nur noch eine Kugel. Sie befällt viele Spezies.
Turianer, Salarianer, Kroganer. Eigentlich alle, nur Menschen sind immun. Und Vorcha, falls Sie die mitzählen. Eine durch die Luft übertragene Krankheit, die zahlreiche Völker befällt. Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Deshalb die Quarantäne. Das ist irgendwie normal, habe ich das Gefühl. Wer sind die Blue Suns? Die Söldnergruppe, die den Bezirk unter Kontrolle hat. Besser gesagt, unter Kontrolle hatte. Die meisten von ihnen sind Turianer und die Seuche soll unter ihnen ziemlich gewütet haben. Jetzt steht der Bezirk praktisch frei zur Übernahme. Angeblich planen die Vorcha was in der Richtung. Die Seuche tut ihnen nichts. Sie sind immun gegen die Krankheit. Ein weiterer Grund, warum sie da nicht reingehen wollen. Ich will das aber. Seuche befällt viele Spezies, außer Menschen. Krankheiten betreffen doch eigentlich nie mehrere Spezies. Turianer und Salarianer können nicht mal die gleichen Lebensmittel essen. Richtig. Die meisten gehen davon aus, dass die Seuche synthetisch ist. Jemand hat sie geschaffen und dann ist entweder ein Unfall passiert oder sie wird hier getestet. Und da die Menschen immun gegen die Seuche sind und einige von ihnen mit dem Plündern angefangen haben, glauben viele, dass sie Menschenwerk ist. Doch, komm schon. Wenn ich rein darf, helfe ich. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Zum Glück sind Menschen immun gegen die Seuche. Kommt. Beruhigt mich zwar nicht, aber nun ja. Ja, ne? Hinzufügen und hinzufügen. Ich habe immer noch zwei. Kann ich aber nicht mehr machen. Die könnte ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Die Rewender. Obwohl. Rewenders Kampffähigkeiten. Servostagen. Ah, nee. Das kann ich doch eh nicht ändern, oder? Siehste. Achtung, Quarantäne, ja. Jetzt kann ich da nicht mehr raus. Ich wollte doch noch mehr vom Bezirk wissen. Leute, naja. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge.